Es ist Viertel nach sechs abends. Am 23. Februar 1940. Einen schönen guten Abend allerseits. Also Abend soll heißen Abend für das Boot. Hier ist es gerade nicht Abend, sondern eher Nachmittag. Ja, ich fahre das Boot manuell wie üblich. Und habe seit letztem Mal noch einmal das gesamte Geleit umgangen. Wir hatten in den letzten zwei Folgen je eine Versenkung. Wir haben eine Badewanne versenkt. Heißt Badewanne in meinem komischen Vokabular heißt Badewanne immer sowas wie ein kleines Kampfschiff. Sei es als Klasse oder Flower Klasse oder dergleichen. So. Ja, U48 fuhr jetzt eine ganze Weile lang unter Wasser, fährt bzw. fuhr eine ganze Weile lang unter Wasser. Ich werde gerade mal schauen, was hier so alles passiert ist. Nämlich seit dem letzten Torpediervorgang in letzter Folge hier. Nochmal hier einmal umgedreht. Mehrere Horchpeilungen zur Seite hin durchgeführt. Das hat auffallend gut funktioniert. Die haben also ganz schön brav hier ihren Kurs gehalten, sind an der Küste entlang. Ich habe mich mit U48 bin ich hier an der Seite entlang gefahren. Immer schön im 10-Kilometer Abstand. So. Okay, hier hat sich das mit den 10 Kilometern ein bisschen ausgegangen, aber ja, ist egal. Hier vorne konnte ich dann nach der letzten etwas verkackten Horchpeilung, habe ich dann gesagt, okay, wir drehen jetzt auf Süden und ziehen mal glatt nach unten, um dann jetzt gleich ein wenig Spaß haben zu können. Das heißt, ich hoffe, wir haben den Spaß und die dann nicht so. Da kann man sie schon hören. So, und ja, was steht jetzt auf dem Plan? Der Plan ist, die letzte Badewanne zu erwischen. Und wenn die letzte Badewanne erwischt ist, dann gehört der gesamte Geleit zu uns. Dann gehört der gesamte Geleit zu uns. Heißt, da kann man sogar auftauchen mit der 8.8er loskrassen. Ich weiß, dass irgendwo ein paar 10, 20, 30 Kilometer, nee, schon 20, 30 Kilometer hinter uns, ist wohl ein weiteres Geleit zu hören. Die sind aber ziemlich außer Reichweite. So, heißt, wenn wir das hier tun, wenn wir versuchen, das möglichst schnell zu erledigen und nach dem Torpedieren sofort das restliche Geleit angreifen, bevor die Zeit haben, da oben wird es mir eingeblendet, ich weiß jetzt nicht genau, wo die sind, ich weiß aber, dass sie auf einem mittleren Frequenzbereich nicht zu hören sind. Das heißt normalerweise, dass sie in einem Radius von über 20 Kilometern geschätzt zu finden sind. So. Wenn dem so ist, dann könnten wir Glück haben, dass die das gar nicht bemerken, was wir hier für eine Scheiße veranstalten und die vielleicht einfach an uns vorbeikacheln. Falls sie uns doch bemerken, dann könnte es eventuell sein, dass die, na, das ein oder andere Schiff zur Unterstützung schicken. So. Deswegen werden wir mal schauen, wie sich das so über Langzeit hinweg dann auswirkt, das, was wir hier tun. Der Captain, der kann gleich, also erstmal schauen wir mal auf die Mannschaft. Die Mannschaft ist verhältnismäßig, also dafür, dass sie jetzt schon wieder so lange im Einsatz sind, sind die noch verhältnismäßig fit, die Jungs. Nur der Captain, der könnte langsam mal wieder eine Mütze Schlaf vertragen, aber die paar Stunden, die wir jetzt hier noch angreifen, die muss er noch durchhalten. So. Er geht direkt ans Überwachungsperiskop. Das ist ganz okay. Dann bringe mich mal auf Zero-Tiefe. Wir haben bereits den ersten Ingenieur am Tiefenruder. Und unseren Torpedo-Ingenieur, der macht gerade die E-Maschine. Das ist aber gerade egal. So, da haben wir die Bande nämlich. Müssen wir schauen. Wo jetzt die Badewanne ist. Wir suchen nicht die ganzen Tanker. Die Tanker sind groß genug, um sie so von alleine zu sehen. Da ist die Badewanne. Da ist die Badewanne. Auf 57 Grad, 58 Grad in die Richtung, ist die Badewanne. Irgendwo da ganz hinten. Hier kommt zuerst die Frachter. Oh, die werden sogar schon im Horchradar angezeigt. Okay.
Also die hier vorne, das ist quasi unsere Beute zur Belohnung, die wir gleich kriegen, soweit wir dieses eine Ding da ums Eck gebracht haben, falls wir es ums Eck bringen können. So. Und ich möchte einmal vorsichtig aufstoppen und dann einmal oder zweimal oder achtmal die Peilung durchführen. So, wir fahren dafür das Beobachtungsperiskop ein. Keiner geht mehr an dieses Periskop dran. Der eine Einzige, der jetzt guckt, ist der Mon Capitaine, sozusagen. Habe ich gerade gesagt, 57 Grad, ne? Irgendwie sowas. 58 Grad. Zack, da hinten ist er. Und es wird gerade dunkel. Wir haben 20 nach 6 Uhr abends. Da vorne ist die Korvette, die wir uns holen wollen. Und wir wissen ja bereits, dass es eine Altsklasse ist. Von viel zu viel sinnlosen Peilungen wissen wir, dass es eine Altsklasse ist. Und da hinten kommt sie an in 12 Kilometer. Und sie fährt uns quer von Bug. Ja, 112 Grad. Ich schätze mal, der wird so 105 Grad fahren oder so. In Wirklichkeit mit 13 km/h natürlich. Mit was auch sonst. So. Also 12 km/h auf. Oh, jetzt sind es tatsächlich 57 Grad. Gut, dann messen wir das mal ab. Km/h sag ich schon. 12 Kilometer auf 57 Grad. So, also weit dran vorbeigemessen. Er ist schon viel näher dran, kann man sich ja auch denken. Aber das Stadimeter ist auf die Entfernung extrem ungenau. Da muss man wirklich sehr, sehr viel Glück haben, dass man da einen vernünftigen Stadimeterwinkel erwischt, um überhaupt eine Distanz vernünftig festzumachen. So, alleine schon, dass die Linien hier so relativ dick sind, sagt schon alles aus. So, das da drüben dürfte auch, was ist das? Das ist auch ein Tanker, das ist ein Warklasse-Tanker, ne? Können mal in Ruhe abpeilen, was hier so alles ist. Ja, das ist nämlich der einzige Tanker, der einen Kran voraus und einen Kran achter aus hat. Also zeigend. So. Und du bist eine Dale. Das hatten wir auch schon rausgefunden. Nein, nein, nein. O1 bist du nicht. Du bist wegen dem runden Heck zwei nach vorne stehende große Kranaufbauten und ein mittleres Schiffshaus mit so einem Funkmast, das glaube ich, ne? Ich glaube, das soll ein Funkmast sein, genau. So eine Menge Funkantenne, du bist eine Dale. So, eine Dale-Klasse, eine War-Klasse, was haben wir da? Du hast auch eine Funkantenne, dann bist du ein Explorer, aber du bist ein normaler Frachter. Nur ein normaler Frachter, in Anführungsstrichen. So, er ist ein Explorer. Er hier. Du bist ein Tanker, du bist auch ein Tanker. Dann bist du ein Warklasse-Tanker. Oh, das ist aber viel Tonnage. Wenn diese eine Badewanne jetzt gleich versinken sollte. Leute, gibt das eine Tonnage. Leute, gibt das eine Tonnage. Wie sehe ich jetzt hier? 5,8 plus 6,4 plus 6 plus 6,49 plus 11. Gott, oh Gott, oh Gott. Also das wird, wenn die jetzt nicht aufpassen, beziehungsweise dieser Bewacher von denen nicht richtig aufpasst, dann gibt das jetzt richtig eine Autozeit. So, wenn aber gerade mal die Offiziere wechseln, ich möchte ihn an den Torpedos haben. Und den erschöpftesten Ingenieur, der kommt gerade noch mal an das Tiefenruder. So, und dann fahren wir langsam voraus, um uns dem anzunähern. Der Rest kann immer mal wieder auf Wachposition bleiben und ich glaube, wir lösen mal Alarm aus. Entschuldigung für das Geklingel, ich kann es auch nicht leiden, aber ich kann es auch nicht verhindern. So. Dann geht das gesamte Boot mal in Alarmbereitschaft.
Wir werden dafür sorgen, dass alles schön leise ist gleich. Okay, den Kreiselkompass, den brauchen wir gleich vielleicht noch zum Messen, aber ansonsten müssen wir mal zuschauen, dass hier alles schön leise bleibt. Ein wenig die ganze Szenerie vorspulen, so. So, und hier vorne kommt jetzt gleich die Badewanne in Position. Und jetzt können wir den Ingenieur an der Maschine mal kurz dazu mithelfen lassen, die Torpedos anzuheizen. So, jetzt sind die alle schön nah dran. Wo ist jetzt die Badewanne? Die müsste ja in der Nähe sein. Ist sie auch? Da vorne ist sie nämlich. So, und jetzt können wir schon viel besser messen. Jetzt kann man gut sehen, ist es eine Korvette mit einem Schornstein und zwei Masten. Einer davon kleiner als der andere. Das ist eine Korvette. Eine Eilsklasse. So. Und gleichzeitig auch die nutzloseste Nussschale im ganzen Ozean. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon letztes Mal gesagt, dass ich die Teile absolut widerlich finde. Ja, so. Dann ist er also auf 51 Grad, 4,5 Kilometer. Wollen wir doch mal sehen. 51 Grad, 4,5 Kilometer. So, und das ist schon eine wesentlich genauere Peilung, wie man das sieht. Einfach nur so, weil das feindliche Schiff näher dran ist und man einfach alles besser sehen kann, alles besser gucken kann. Jo, aber wir könnten eigentlich mal, jetzt wo wir gerade schon hier sind, mal die Geschwindigkeit von der Kiste abpeilen. Wenn wir schon hier sind. km/h. Und er fährt. Wie fährt er? Wie sehe ich ihn am besten? Ich ihn auf 120 lassen. Er sieht mir gerade so wie 120 aus. 111 Grad. Das könnte tatsächlich sein. Boah, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Wenn ich aber diese Linie jetzt so, sagen wir mal, künstlich verlängere, was habe ich denn dann hier für eine Distanz Boot zum Aufprallwinkel? 3,1 Kilometer, das ist schon fast okay. Wir müssen nur noch ein ganz kleines bisschen vor. Danach war es das schon. So, und hier hältst du bitte mal die Position. Wir stoppen ein wenig auf und lassen die netten anderen Fahrzeuge alle einmal passieren. Brauchen nur dieses eine Kampfschiff jetzt noch. Alles andere ist uns Dressial. Ziehen die hinter den anderen Kisten, können wir hinterher kacheln, dann über Wasser. Ist alles gar kein Problem. So. Die nächsten 10 Minuten muss der ja vorbeikommen. So, in den nächsten 10 Minuten muss der vorbeikommen. Wir nehmen eine zweite Peilung vor. Nämlich bis dorthin. 3,3 Kilometer auf 30 Grad. Eintragen, eintragen. 3,3 Kilometer auf 30 Grad. Die beiden Punkte so jetzt verbinden, weil diese erste Linie, die ich jetzt hier gerade gezogen habe, die war halt nur geschätzt, aber die beiden Punkte jetzt verbinden. Jetzt können wir hier tatsächlich mal an Lot fällen. So, und dann mal schauen. Er fährt auf einem Kurswinkel global von 98 Grad. So. Dann kann ich da eine 98 eingeben und mich meines Lebens erfreuen. Jetzt, wo es dunkel ist, geht das alles ein bisschen einfacher natürlich.
weil man sich nicht so viel Sorgen machen muss, ob das Periskop gesehen wird oder nicht. Normalerweise sind die Nächte noch dunkler, das wisst ihr ja bereits. Ich habe für all die, die sich fragen, warum es bei mir immer noch hell ist, ist ganz einfach, ich muss ja für YouTube aufnehmen. Normalerweise du kannst dem Spiel sagen, du möchtest realistisch dunkle Nächte haben, dann siehst du genauso wenig wie die. So, das würde man dann natürlich privat machen. Aber das kannst du natürlich nicht fürs Let's Play machen. So, bevor jetzt gleich irgendwas passiert, kriegt der einen T1er. Ich will nicht wieder irgendeinen Scheiß veranstalten hier. Kilometer. Noch einmal will ich die Geschwindigkeit wissen. Es fühlt sich gerade so an, als hätte er beschleunigt. Ich weiß nicht wieso. Es fühlt sich gerade so an. Nee, hat er aber nicht. Okay, die 1-Klasse ist 4,3 Meter tief. Das heißt, wir können theoretisch sogar noch tiefer fahren mit den Torpedos. Brauchen wir aber nicht, ist irrelevant. Ist komplett irrelevant. Kilometer, das müsste es ja eigentlich sein. Das müsste es ja eigentlich sein. So, und da bin ich gespannt, ob das jetzt was gibt. Falls das nichts gibt, werden wir mal so lange ein wenig rückwärts fahren, um nicht zu. Oh, warte mal, wir fahren aber nur kleine Fahrt rückwärts. Ich möchte nicht so krass nach hinten kacheln, dass er uns eventuell hört. Noch sind wir unsichtbar und das ist sehr, sehr gut so. Genau, die Schrauben drehen langsam an. Das ist sehr, sehr gut so. Wir hauen uns also ein wenig nach hinten. Ja, der Torpedo ist auf Kurs soweit. Wunderbar. Auch schön schnell. Da vorne hat er sein Rendezvous. Bin ich gespannt, ob das jetzt funktioniert oder ob wir uns wieder vertan haben. Aber das sieht jetzt gerade ganz gut aus. Das sieht jetzt gerade ganz gut aus. Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr gesehen, ne? Torpedoversager, schön. Nicht zu fassen. Da hat sie schon ein V2-Torpedo und er geht trotzdem nicht. Direkt mitten rein und er geht trotzdem nicht. Nicht zu fassen. Von all den knappen Vorbeischüssen und Rohrkrepierern, da bist du die Hälfte deiner Torpedos los, ohne dass du irgendwas dafür kannst. Ja, 3,4, 3,3. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da messen soll. Gute Frage, gute Frage. Ja, probier's einfach. Das Boot kann indessen mal umwenden und
sich vielleicht etwas nach hier oben begeben. Falls das nämlich jetzt nicht klappt, muss ich einmal komplett alles umgehen, weil jetzt natürlich meine Schussposition zum einen verraten wurde und zum anderen auch jetzt vollkommen ausmanövriert ist. Einfach nur dadurch, dass wir jetzt so häufig geschossen haben. So. Schauen, ob das jetzt klappt endlich. Na also. Aber auch nicht vollständig. Auch nicht vollständig. Er hat Schaden gekriegt, aber er raucht nicht ab. Aber er raucht nicht ab. Keine Sprengwirkung, die Torpedos. Ja, nice. Ist ja bloß so, dass ich dem die halbe Badewanne aufgerissen habe jetzt mit dem Ding. Gut, dass er trotzdem nicht versenkt. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Ja, mal überlegen, was er jetzt tut. Ich glaube, er dreht jetzt an auf uns, ne? Er dreht jetzt an auf uns, ne? Hat er uns gesehen? Du lächerliche Topsauer, hast du uns gesehen? Oder gehört? Ah, werden wir gleich erfahren. Okay, wir machen das erstmal so, werden erstmal mit dem 1 ohne Tiefenpeilung durchführen. 66 Meter halte ich für legitim, ist kein Ding. Also wir werden ein wenig abdrehen. Ich möchte ein wenig abdrehen von ihm. Dann wäre es eventuell, wenn er jetzt direkt auf uns zukommt, wäre es eventuell eine Idee, dass wir uns mal kurz auf Grund legen und abwarten, was passiert. Momentan läuft er noch ein bisschen voll und brennt auch noch ein bisschen. Mit ein bisschen Glück können wir ihn außer Gefecht setzen, dass er nicht versinkt. Versinken wird er nicht. Das war eigentlich kein Treffer, um ihn zu versenken. Aber mit ein bisschen Glück können wir ihn außer Gefecht setzen. Aber das sehe ich auch noch nicht. Das war kein richtig wirkender Treffer. Das war nur so ein, ja, was halt mal ein Treffer gelandet. Oh. Ich muss gleich nochmal in die Küche gehen und mir einen Kaffee holen. Korrektur, Kombüse gehen und mir einen Kaffee holen. So, und bevor das Boot jetzt komplett abdreht, sagen wir mal wieder Ruder mittschiffs. Er fängt jetzt an, irgendwie, ich glaube, er fängt an zu wedeln, ne? Oder versucht anzufangen zu wedeln. Ja, er versucht irgendwie zu wedeln, aber ist auch alles. Hat auch alles keinen Zweck, mein Freund. Ja, warte mal, genau. Wir übernehmen mal diesen Ingenieur gerade. Und dann möchte ich mal schauen, was so noch an Torpedos vorhanden ist. Ich habe nur noch T2er-Torpedos. Ich möchte ungern auftauchen und mich mit der Korvette über Wasser messen. Das ist eine scheiß Idee. Wir haben nur noch diese Dumpfbacken-Torpedos. Das gibt's gar nicht. Ja, ein T1er ist gerade fehlgeschlagen, der andere ist reingegangen, aber wirkt nicht. Toll. Absolut gigantisch. Absolut gigantisch. Dann fahren wir einmal ein bisschen, einfach nur so ein bisschen vorne weg. Er fängt an zu wedeln. Wir fangen gerade alle an zu wedeln, merke ich. Okay, wir machen die letzten Torpedos vorne rein. Und dann hoffen, dass es eventuell irgendwie noch klar geht. Hallo? Ich möchte bitte. Dankeschön. So. Ich möchte bitte den Anschlagpunkt fürs Periskop haben. Ja, und das Beobachtungsperiskop. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Nur kurz gucken, was da abgeht. Da ist das Angriffsperiskop übrigens. So,
Und den anderen, wo ist der jetzt hin? Er fährt quer. Er fährt tatsächlich quer. Hat er keinen Bock, uns zu holen? Weil so weit sind wir ja noch nicht entfernt. Ich würde mal sagen, 4, 4,5 Kilometer oder so. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht entfernt. Ja, wenn ich will, der hat schon. Also fahre ich da halt wieder hin. Also ist mir auch egal dann. Das ist mir dann ja auch egal. Ja, du kannst die Rohre auch direkt mal alle warten. Hintereinander. Hintereinander. Stellt sich natürlich die Frage, wird er irgendwann seine Patrouille einfach nur fortsetzen oder was wird er jetzt machen? Er wird wahrscheinlich um Hilfe anfunken. So wie ich meine Tommies kenne. Ne? Warte mal, wo, in welchem Winkel ist denn der jetzt? Ich sehe hier so gut wie nix. Hä? Sag mal. Jetzt habe ich von ihm die Peilung verloren. Das gibt's ja einfach nicht. So nah. Okay, sind Steuerbord voraus. Okay. Steuerbord voraus. Sie müssen da hinten irgendwo sein. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Aber da muss doch hier dieses Kampfschiff immer irgendwo sein. Oder warum sehe ich die jetzt nicht? Nicht genug Sichtweite gerade für das Teil tatsächlich, weil mir ein Matrose fehlt. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Naja, ich habe damit gerechnet, dass mich diese Nussschale jetzt gleich verfolgen wird. Wenn er das eben nicht tut, dann könnte es vielleicht sogar sein. Nee, da ist er. Dachte, ich wäre jetzt außer Sicht gefahren, aber Tatsache. Da ist er. Oh, bei dem fackelt aber gut alles ab gerade. Okay. Ach, der heizt mir mal. Nee, Rohr 2. Nee, mach mal Rohr 3 heizt mir mal bitte an. Müssten den jetzt irgendwie kriegen. Irgendwie kriegen. Aber es ist gerade sehr schwer, den überhaupt zu kriegen, weil ich glaube, er ist immer noch auf Alarm, ne? Wie schnell ist er jetzt? Ändert er irgendwie seinen Kurs oder nicht? km/h. Okay. Ich schätze mal, er wird irgendwie seinen Kurs ändern. Gleich oder zumindest seine Geschwindigkeit ändern oder irgendwas ändern auf jeden Fall. Damit ich ihn möglichst nicht finde. Aber er dreht uns ja gerade sein Heck zu. Könnte man ja eigentlich auch ein bisschen loskacheln, ne? Oder wie seht ihr das? Da könnte man das eigentlich ein wenig beschleunigen. So, und was machen die Tanker jetzt? Unsinn machen die. Nichts als Ärger hat man mit denen. Sondern gerade noch gar nicht. Die sind doch gerade noch gar nicht an der Reihe. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Ja, dann drehen wir einmal kurz an.
Ach, deswegen habe ich gerade so eine verminderte Sicht. Der Captain ist einfach, leidet einfach unter Erschöpfung. Der hat eine gelbe Ausdauerleiste. So, das heißt, wir müssen ihm in den Kaffee reinfahren. So. Deswegen. Das kann doch bald gar nicht mehr sein. Da ist er. Kurs setzen. Ei, ei, Herr Kalor. Hat er wieder beschleunigt? Der hat beschleunigt. Ja, Junge, wenn du jetzt vor mir davon fährst mit Vollgas. Dann knall ich jetzt hier alle Tanker ab. Über Wasser. Weil das ist mir dann auch egal. Ganz ehrlich. Wenn er sich jetzt verpisst, dann ist mir das auch egal. 3,1 Kilometer. Kilometer. Er ist auf 15 Grad an Backbord. Er dort hinten verpisst sich. Was ist mit dem hier vorne? Er hat schon wieder gedreht. Empire Defiance ähnelt Frachter. Überlege, ob ich auftauchen soll und den anderen einfach angreifen soll. Ende aus Mickey Mouse. Ey. Weil ich habe gerade auf dieses ständige Hin und Her habe ich gerade weniger Bock irgendwie. Jetzt fährst du ja schon wieder mitten durch das gesamte Geleit durch, weil merkwürdigerweise die Frachter gar keinen Kurs halten können, sondern nur so im Kreis eiern. Was weiß ich, was das soll? Da, der kommt jetzt wieder zurück. Muss das einer verstehen? Muss ich nicht verstehen, oder? Die Kiste brennt immer noch. 3,1 Kilometer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir fahren mal leicht an, leicht nach Backbord. Der obere Turm zum Messen ist inzwischen auch weg. 3,2 Kilometer. Na wunderbar. Und jetzt schneidet uns tatsächlich der Frachter den Weg ab, sodass ich hinter dem nicht herkomme, ne? Hör mal, du willst mich doch verarschen, du lächerliches Gerät. Du willst mich doch verarschen, du lächerliches Gerät. Und der fährt auch noch Vollgas. Mal gerade kurz einrasten. Du bist eine Explorer. Der muss doch mit Vollgas fahren gerade. Der fährt doch jetzt 17 km/h oder so. Was machen die denn in den Frachtern für eine Scheiße? Jetzt komme ich an die Korvette nicht mehr ran. Leute, versteht ihr das? km/h, das gibt's gar nicht. Und er fährt immer noch mit Vollgas davon, ne? Hauptsache, dass er in die Seite einen reingekriegt hat und trotzdem mit Vollgas davonfahren kann. Nicht zu fassen. Ach nee, warte, ich kann ja gar nicht messen. Ich muss ihn ja erstmal so einrasten. Ja, es ist eine Altsklasse, genau. Das habe ich nämlich gerade nicht gesehen, ob er verstanden hat, dass es eine Altsklasse ist.
14 km/h. Er ist vorbei, er ist vorbei. Leute, ich mache einen kurzen Cut und schau mal, wie es gleich ist. Die fahren sich gerade so eine Scheiße hier zusammen. Das lohnt sich nicht, das aufzunehmen. Wir sind bei 35 Minuten. Ich wollte die Folge noch 10 Minuten lang machen, aber ja, die Royals spielen mal wieder nicht mit. Einen Augenblick. Ja, so, da bin ich auch wieder. Ich bin nun seit dem letzten Torpedieren einmal ein wenig quer gefahren nach Nordosten, Nord-Nordost, so. Und dabei haben wir dann den gesamten Geleitzug noch einmal umgehen müssen. Es ist mir ein bisschen lästig, dass ich das jetzt nochmal machen muss, aber ich muss man halt noch eine Umgehung fahren. Was willst du anderes machen? Die sind halt einfach nur weggefahren, so ohne mich mal irgendwie anzugreifen oder so. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass die Royals mich überhaupt nicht mehr angreifen. So, der fährt nur einmal plötzlich ein paar Schlangenlinien und haut dann wieder ab. Keine Ahnung wieso. Also ich kenne das anders, dass die viel aggressiver sind. So, dass die sofort mit Vollgas auf einen zukommen. Und also Geschichten. So, ja, jedenfalls, dann können wir die Zeit ein bisschen nutzen, um noch ein bisschen Batteriekapazität nachzuladen. So, das heißt, ich habe jetzt die Kompassanlage abgeschaltet. Wir sehen ja sowieso, wo die sind. Dann braucht man den Kompass auch nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Die Dieselmaschine läuft jetzt großer Fahrt voraus, einfach nur um ein bisschen die Batterie wieder aufzupumpen. Luftqualität, die ließ gerade auch schon zu wünschen übrig. Es trägt halt nicht gerade dazu bei, dass das Boot sich irgendwann in einem guten Zustand befindet, sagen wir mal. Wenn man so viele Torpedo-Fehlschläge hat, wie ich das jetzt auf dieser Fahrt hatte, also das... Wenn man mal so drüber nachdenkt, das sind jetzt insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Torpedos gewesen, die einfach nur daneben gefahren sind. So, immer nur so ganz, ganz knapp am Ziel dran vorbeigeschraddelt oder so. Und wenn das mal nicht passiert wäre, dann wären wir jetzt vielleicht in einer etwas anderen Situation. Aber momentan ist es halt so, dass wir gerade eher ein bisschen abgeschlagen vom Ziel sind. Und das gefällt mir so überhaupt nicht, weil da fährt das Ziel ja schon rum. So. Nur wir müssen uns erst um diesen Panzerkopf da vorne kümmern, weil er mit seiner Knarre kann uns echt immer noch gefährlich werden. Er kann uns immer noch gefährlich werden. Auch wenn er brennt und den Brand nicht unter Kontrolle kriegt und da rumgeiert und die ganze Zeit von uns da vorne fährt. Wenn er uns sieht und uns sicher bestätigt sieht, wird er umdrehen, auf uns zufahren und anfangen uns zu beschießen. So. Ist doof, aber... ist leider so. So, jetzt waren mal 10 Minuten gewartet hier. Wo ist jetzt der Rest vom Schützenfest? Die kommen mir aber schon ein bisschen sehr nah hier vorne. Die Brüder. So, und er auch. Aber wieso kann ich jetzt nichts anvisieren? Hä? Wieso kann ich gerade nichts anvisieren? Mal das mal mit dem manuellen... Jetzt kann ich was anvisieren. Da ist ein Tanker. Tanker, Tanker, Frachter, Tanker. So, man, mit manuellem Fernglas kann ich es anvisieren, aber ich kann ihn nicht. Aber ich kann ihn nicht mit dem Uzo anvisieren? Hä? Uzo, da müssen wir nochmal drüber reden. So, darf ich dich jetzt? Nö, darf ich nicht. Ich kann hier klicken, was ich will. Da war doch gerade irgendwas. Hä? Spiel, was möchtest du? Ach was, ich muss in den Himmel zielen, damit das funktioniert. Du willst mich doch verarschen. Okay, und zum 100. Mal ist es eine Corvette, eine Eilsklasse im Übrigen. So, nur so, falls das irgendjemand noch nicht wissen sollte. So. 7,7 Kilometer. Ja, er fährt langsam auf uns zu und ich schätze auch mal, dass er... Ich schätze auch mal, dass er wieder seine 13 km/h fahren wird. Wir müssen gerade ein bisschen Kit geben, dass wir eben hinterherkommen, weil er jetzt natürlich dadurch, dass wir so lange hier quer geschossen sind, müssen wir natürlich erstmal diese gesamte Strecke überhaupt aufholen. Nüt, nüt. Warum schauen die Offiziere immer dahin, wo man überhaupt nicht hinschauen muss?
sieht das einer. Aber ich glaube, sie sehen mich tatsächlich gerade gar nicht, obwohl wir relativ nah dran sind. Warte mal, du bist ein Frachter, du bist ein Explorer. Du bist ein Explorer, so. 7 Kilometer und er sieht mich bei Nacht nicht. 20.44 Uhr als Klasse. Hab keine Ahnung, wie weit die Altsklasse weg ist. Ohne dadurch, dass die Altsklasse ihren scheiß Mast verloren hat. Sie kann zwar nicht mehr funken, aber dadurch kann ich sie auch sehr schlecht anpeilen. Überlege, ob ich einfach hinter das Ding fahre und dann schwupp schwupp auftauchen und das Teil mit der 8.8er lang mache. Und ein paar Mal reinhalten, dann muss die Kiste doch absaufen, oder bin ich jetzt doof? Auch wenn ich das eigentlich nicht machen will. Aber der 1-Büro, der kann 3 Offiziere aufnehmen und vorne am Geschütz bedienen. Das müsste theoretisch hinhauen. Wenn wir das dann hinter uns haben, in vielleicht einer Stunde oder so, dann können die Jungs sich alle mal was ausruhen wieder. Theoretisch. Ich glaub, das mache ich auch. Weil dieses ständige Hin- und Her-Eiern, das ist mir jetzt gerade auch etwas zuwider. Ich greife die jetzt frontal an. So, heißt, greift die frontal an, soll heißen, ich tauche, wir tauchen, kacheln hinter die und versuchen, die einmal einzuholen. So. Heißt, ich mache noch einen kurzen Cut und dann geht's gleich sofort los. Augenblick. Okay, ich bin wieder in Stellung. Boah, endlich mal wieder, das gibt's ja gar nicht. Augenblick, jetzt habe ich aber gerade vergessen, ein wenig den Kurs weiter abzuhalten. So war's und so bis jetzt. So. Ja, ich möchte es ein letztes Mal versuchen, einen von diesen Dumpfbacken-Torpedos auf das Ding loszuwerden. So. Und wenn das dann jetzt nicht funktioniert, ganz im Ernst, dann taue ich auf. Weil dann habe ich auch langsam echt die Nase voll von dem Teil. Von dieser Verarschung vor allem. Jetzt gerade fuhr 14 km/h. Nach würde wir ja jetzt wie gleich wieder irgendwie langsamer. Was weiß denn ich? Ne, jetzt fährt er 14 km/h. Habe ich gerade gemessen. 2,5 Kilometer, ne? Das sind noch 2,5 Kilometer. 2,2 Kilometer. Aber ich muss jetzt so irgendwie in die Luft schätzen oder so. Boah. Keine Ahnung. Sagen wir mal, wir sind 2400 Meter sind das jetzt. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Fahr jetzt auf die Kiste zu, ist mir egal. Das reicht jetzt auch langsam mal mit dieser Hin- und Her-Gurkerei. Nein, er hat uns natürlich gesehen. Ist doch Logo. Er hat uns gesehen. Er hat einen Torpedo gesehen oder gehört. Obwohl ich den schon 3-mal torpediert habe. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Wirklich. Diese Kiste geht mir auf den Sack. Diese Kiste geht mir so richtig auf die Eier, Mann. Du kriegst diese Badewanne nicht kaputt. Dreh mich mal an. Du heizt mal Rohr 5 an. Jetzt bin ich mal quer, Marschleck mit deiner Scheiße. So, sobald ich hoffe, Rohr 5 wird noch rechtzeitig fertig. Ha, sonst muss ich eben mal kurz auf Grund gehen oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich hat er mich gehört, weil ich jetzt AK laufe mit der E-Maschine oder irgendwie sowas. Obwohl ich halt halb hinter ihm bin. Oder gewesen bin, sagen wir mal so.
Ja, so Narwellen. Du bist der Held im Weizenfeld, ohne Scheiß. Du bist der Held im Weizenfeld. Wart ab, bis ich Rohr 5 bereit habe, dann verpasse ich dir noch eine Packung. Weil auf die Distanz. Auf die Distanz. Wird er nicht davonfahren. Bing, 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 bing. Der will echt Stress, ne? Glaubst du das? Hör mal, das ist nicht zu fassen. Ja, wenn du willst. Mach's mal so. Geschwindigkeit ist mir egal. Distanz ist gleich auch irrelevant. Hauptsache, der Torpedo fährt geradeaus. Wir hatten das Ganze ja in Folge 102 und wissen ja, dass es funktioniert. Rückzugsgefechte mit dem U-Boot. Wenn das gleich nicht funktioniert, dann tauchen wir ganz schnell ab. Schlangenhaken und dann kann er von mir aus seine Wassertonnen über Bord rollen, wie er will. Das lächerliche Scheißgerät. Aber erstmal muss er schön nah rankommen, natürlich. Wir mögen das. So. Er muss natürlich erstmal schön nah rankommen. Damit er dann dem Torpedo auch möglichst nicht ausweichen kann, ne? Er darf ja dem Torpedo nicht ausweichen. Er soll ja. Ne? Also soll er ja. Solange könnte man eigentlich mal. Das dauert ja noch ein, zwei Minütchen, bis der da ist. Kann man eigentlich mal eine Echolotteilung durchführen, wie tief das hier eigentlich ist? 64 Meter. Okay. Ah, bei 64 Meter macht es. Ist eine noch akzeptable Tiefe. Komm. Komm. Bitte fahr genau auf mich zu. Bitte, du sollst bitte genau auf mich zufahren. Ich hab da einen Fisch, der kann schneller schwimmen als du, du Arsch. Hat schon einen Vorteil, dass man als U-Boot auch ein achteres Rohr hat, ne? Ich breche einfach so tot zusammen. Hoffentlich geht das jetzt wenigstens. Eins, zwei, so. Hätte ja, hier wäre sein Mast gewesen, so circa, ne? Wo ist dann seine Wasserlinie? Die Wasserlinie ist dann da. Circa, weil er jetzt auch 970 Meter. Ist das schön, ist das schön. Wir warten mal bis. Oh, warten mal bis so 600. Warten wir mal ab. Er soll das Teil ja in den Rachen gestopft kriegen. 4,3 Meter Tiefgang. Dann lassen wir den mal auf 3,5 fahren mit dem Magnetzünder und dann hoffen, dass der Magnetzünder nicht verkackt. Zündpistole PI1. Das wäre dann an dem einen Ziel der zweite Torpedoversager, wenn das jetzt nicht funktioniert. Und dann, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich auch froh, dass ich das auf Video habe, weil das glaubt mir sonst kein Schwein. Zwei Torpedoversager hintereinander. Hinten sieht man Empire Defiance. Nüt, nüt. Fahren wir durcheinander. Brum, brum. Herrlich. Hat uns sowieso gesehen, also kann ich auch das Seerohr vernünftig ausfahren. So, 930 Meter. Bist du bald auf da, oder was? Oder muss ich jetzt noch länger auf dich warten? Die Badewanne ist so langsam. Kriegt überhaupt nichts auf die Kette hier. Hallo. Aber guck mal, wie schön er in dem roten Messstrahl drin fährt. Das machst du aber gut. Das machst du aber gut. Und jetzt sicher gehen, dass er uns auf jeden Fall hört, damit er bloß auf diesem Kurs bleibt. Nüt, nüt. Macht mal ein bisschen Lärm, Jungs. Wir fahren nach Madagaskar. Auf den habe ich jetzt echt einen Hass gerade. Ich weiß nicht wieso. Ich habe einen Hass auf ihn. Bitte Torpedo. Bitte, bitte, lieber Torpedo. Kein Versager. Reiß mir die Karre einfach in Stücke. Es ist nicht zu fassen, ne? Na also, mein Gott.
Schwere Schild am Rumpf. Kann die Kiste jetzt endlich draufgehen? Rauch die jetzt ab. Oh, Gott sei Dank, ey. Mann, ist das... Weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ihr wisst ja, was jetzt kommt, ne? Auftauchen an die Knarre, los. Bevor hier irgendein komischer Weihnachtsmann uns noch die Beute wegnimmt. So, es tut mir leid, diese Folge wird ein bisschen länger. Aber ich will diesen Geleit jetzt noch weghaben, weil das haben wir uns jetzt verdient nach der ganzen Scheiße hier. So, der Kapitän, der könnte... Oh, der könnte sich eigentlich mal ausruhen gleich, der Kapitän, weil er jetzt schon auf den Zahnfleisch geht. Wechseln auf Dieselmotor. Ja, ja, genau. Schlurf, schlurf, so. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Hä? Wieso regiert denn mein HUD nicht? Sollte er nicht eigentlich schon längst die Kompressoren anhaben? Hallo? Kompressor an, bitte. Oder wie oder was? Du brauchst gerade nichts nachladen, du brauchst überhaupt nichts machen. Der 1WO, der kann gleich mal ans Geschütz oben, aber der soll sich schon mal an den Maschinengewehrstand stellen, damit der schon mal oben am Deck steht wenigstens. Aber ich stelle mir jetzt gerade die Frage, warum... Warum macht denn keiner die Kompressoren an? Ich habe da gerade zweimal Kommando gegeben, dass die Kompressoren anmachen soll. So, dann mache ich das eben selber. Alles muss man selber machen. Es ist ein Skandal, wirklich. So, warte mal, wo bin ich denn jetzt mit dem Offi hingelaufen? Komm, geh in die Schadenskontrolle, komm, ist da wirklich real. Einmal eine große Wende. Da vorne sind die alle. Und dieses komische Teil verreckt, das gibt's ja gar nicht. Warte mal, so, dahin. So, guck mal, wer ist. Hui! Und bevor hier noch irgendjemand anders ist, warte mal, lass mich mal... Nein, nein, du gehst bitte an die 8-8er zusammen mit allen Sneakies, den du hast. Und nur kein Stress, ne, Jungs? Ihr habt alle Zeit der Welt. Hör mal, schwing die Keulen, ich werde sonst nackig. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis die mal aus der Kanzel rausgeklettert sind, ist halt der Tag vorbei. Na also... So, und jetzt machen wir da mal ein paar schöne Löcher rein in die Kisten. Ein Pearl Defiance. Nicht zu fassen. Wie lange sind wir jetzt dem Geleitzug hinterhergejagt? Viel zu lange. Soll ich nochmal aufs Führerhaus schießen? Aber eigentlich will ich nur auf den Rumpf schießen, um da Löcher reinzumachen. So. Bam. Ja, ins Führerhaus zu schießen bringt überhaupt nichts. Da, an den Rumpf schießen. Habt ihr gesehen? Klatsch, das war's. So, die Kiste ist fritte. Nächste. Muss mal ein, zweimal reinhalten. Was ist das für ein Teil hier? Ich mal ein bisschen darüber kommen. Habe ich den im Führerhaus so kritisch getroffen?
krass. Okay. Na also, schneller. Jetzt kann man endlich mal wieder ein bisschen Tonnage machen hier. Das gute alte Piratenhandwerk pflegen. So. Denn man darf hier nicht vergessen, als U-Boot bin ich der Böse. Und deswegen muss man sich auch böse verhalten. Ich treffe ihn doch die ganze Zeit vorne am Bug, aber ich glaube, ich treffe ihn nicht richtig, oder? Nee, der Treffer war nur Wasser. Der hat gesessen gerade. Klatsch, und da ist die Kiste im Sack. Und das ist prima. So, sonst irgendwie hinter uns jemand? Nee. Gut, dann, was haben wir denn? Du. Ich glaube, der eine, der ist schon weggesoffen, ne? Genau, der ist schon versoffen. So. Er geht baden. Die anderen beiden, die kriegen wir auch noch. War Divan, War Afridi und Dinsdale. Das brauchen wir eigentlich gar nicht einmessen, die Kisten. Die kommen jetzt alle weg. Sagen einfach, das war schon so. Oh, der war aber hochgradig daneben. Warte mal. Du. Dich ziehen wir nicht ab, sondern du sollst mal bitte mal so 20 Schuss da wieder reinpacken mit deinen drei Sniggies. Das wäre mal sehr schön. Mal das Hauptgeschütz kurz nachladen, solange schauen wir mal, wie es dem da hinten geht. Denen geht es nicht so ganz gut, den Jungs. Ja, das ist ein gutes Thumbnail für die Folge. Sehr schön. So, er brennt jetzt aus und sinkt. Da hinten, wo sind wir denn jetzt? Da hinten ist das Boot, ganz, ganz klein. Man sieht nichts. Blub, blub und er ist weg. So, drei Tanker haben wir vor uns, dreimal Jackpot, okay? Sehr schön. Wie weit seid ihr jetzt mit dem Nachladen? Gar nicht mal so weit. Das ist aber schön. Könnte man eigentlich den Funker jetzt mal seine ganzen Nachrichten rausknallen lassen? Weil jetzt gerade ist ja eh nichts los. Wir hauen jetzt die drei Frachter weg. Und bevor irgendjemand Zeit hat, Flugzeuge oder irgendeinen anderen blödsinnigen Kram gegen uns zu schicken, verpissen wir uns wieder. Nach guter alter U-Boot-Manier. Was eine super Idee ist. So, Batterie 59% steigt. Gerade sind wir dabei zu gewinnen, also alles zu gewinnen. Ach, aber dafür haben wir auch das gesamte Torpedo-Magazin verbraten. Eingehend Dalia. Machst du Dalia? Fang mir mal den Funkspruch ab. So. Was sagt der Funkspruch? Hallo? Nachricht scheint verschlüsselt mit einer unbekannten Schraffierung. Oh! Eine verschlüsselte Nachricht bedeutet, es sind Kampfschiffe in der Nähe. Das wird nochmal spannend. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen. So, komm, ans Deckgeschütz, mir egal wie lange ihr geladen habt. Wir müssen das jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Läuft die Kiste jetzt endlich voll? So, die Kiste läuft voll. Glaube ich. Schneller. Warte mal, ist irgendwie quer ab jemand von uns? Nee, quer ab ist niemand. Okay, dann.
Klatsch, so. Unter der Wasserlinie zu treffen ist am besten, dann sind die Kisten am ehesten Fritte. So. Warte mal, er geht hoch, ne? Warte mal, ich will euch ja was bieten. Wo ist er denn da? Kawum! Er fliegt sogar in die Luft. Krass. Okay. Kritischer Treffer. Und da ist er weg. Tschüss. Ja. Ich sollte mich nicht so drüber freuen, aber gerade freue ich mich tatsächlich drüber. Nach einer solch langen Verfolgung hat man sich auch irgendwann mal verdient, mal ein bisschen zu gewinnen. Und sich auch mal ein bisschen über irgendwas zu freuen. So. Du, mein Freund, du auch. Du weißt ja, wie es geht. Die Küste ist ja da direkt, ne? Ihr könnt ja mit euren Rettungsbooten direkt an die Küste. Dann kann ich ja ruhig draufhalten. Nein. Okay, so. Du bist aber auch so ein richtig stabiles Gerät, ne? Gale, auf dem muss ich jetzt eine ganze Weile lang... Oh, ich habe jetzt aus Versehen ein Rettungsboot erwischt. Das wollte ich nicht. Weil ich will zwar die Schiffe kaputt machen, aber die Handelsschiffe, die können da ja nichts für. So, klatsch, 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 klatsch. Kann das Teil endlich mal versinken? Das gibt's ja gar nicht. So, ich glaube, das war's, ne? Die Dell dürfte dann die letzte sein. Leg mir mal das Ruder auf Hard Backbord, dann schicken wir noch die restlichen Telegramme weg. Die Dienststelle, die raucht gerade ab. Genau hier. So, ja gut, die ein paar Jungs können sich ja retten. Ja, sehr nice, immerhin. Zieh mal rein, wie viele Leute da an Bord sind. Sie versinkt glücklicherweise langsam genug, dass die Jungs sich noch retten können. So, aber versinken wird das Ding jetzt. Nach so einer langen Zeit der Verfolgung mit sehr vielen Torpedoversagern. Mannschaft ist überlastet und gestresst. Nein, ist sie nicht. Vergiss es doch. Und selbst wenn, ist es uns egal. Die kann eigentlich mal ein bisschen überlastet und gestresst sein. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Die können mal ein bisschen ausrasten oder was. Dass wir mal sehen, wer hier von der... Wer hier die Seebären sind. So. Ja, da die Dienste geht ab. Glaube ich, ne? Oder? Habe ich dazu richtig? Du willst mir erzählen, dass das Teil immer noch nicht versinkt? Oder was? Kann doch bald nicht mehr sein. So, weg damit. Unglaublich. So, die kurz wegquartieren, weil dieses... Die Funktion, um einen Offizier vom Geschütz wegzuziehen, ist leider verbuggt.
So, muss man dazu sagen. Und deswegen mache ich es sonst so, dass ich den Offizier, der hier an der Knarre ist, auf einen anderen Posten beordere, dann geht er automatisch aus dem Geschütz raus. So, und dann kann ich ihn direkt nach einer Sekunde wieder dahin beordern, dann ist alles wieder tutti. So, das ist, ihr könnt mal komplett das Geschütz aufladen. Dankeschön. Dinsdale versenkt. Oh Gott, sind das viele Rettungsboote. Leute. Okay, pass mal auf. Rettungsboot 1. Wir fangen mal mit 1 an. Nehmen Sie an Bord? Nein, dich nehme ich nicht an Bord. Aber könnten sagen, Rettungsboot 1. Vorräte ergänzen. Ah, du kriegst mal Fleisch. So. Dann Rettungsboot 2. Nehme ich an Bord? Nein, ihr seid nur Matrosen. Aber Rettungsboot 2, geben Sie Vorräte. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt gleich in den Hafen fahre. So, Rettungsboot 3. Dich da nehme ich nicht niemanden mit an Bord. So, aber Rettungsboot 3, das ist eine riesen Klickaktion. Leute, es wäre schön, wenn man eine solche Klickaktion mal unterbinden könnte. Mal so, so. Ins Reine gesprochen, so für uns so, nur so. Da ist auch kein, wenn ich direkt erkennen könnte, in welchem Boot die Offiziere von den Schiffen sind, um die Offiziere aufzunehmen. So. Dass man dieses Geklicke mal ein wenig vereinfacht, das wäre zum Beispiel auf lange Sicht gesehen eine ganz gute Idee. So, was haben wir da? Rettungsboot 5. Geben Sie ihnen Vorräte. Und Rettungsboot 5. Überlebende. Ja. Hier haben wir die Überlebenden. So. Sehr schön. Ich habe auch wieder 60%. Und warte mal, Rettungsboot 5. Haben wir sonst noch irgendwelche Rettungsboote hier? Nee. Fahr uns mal ein bisschen näher an die Rettungsboote dran. Nüt, nüt. Und so lange schauen wir dann nochmal, ob hier irgendjemand noch in der Nähe ist. Gejagt werden, gejagt werden. Müdigkeit, gejagt werden, minus 1. Aber wir werden noch gar nicht gejagt. Es ist niemand in der Nähe. Es ist immer noch niemand in der Nähe. Krass. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Rettungsboot 6, ne? Nehmen Sie an Bord? Nein. Aber ich möchte dir noch ein bisschen... Ich möchte noch wenigstens 2 Booten Vorräte geben. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach so, und dann kommen direkt die Rettungsboote von den nächsten Schiffen. Rettungsboot 6. Nein. Rettungsboot 5. Dich kann ich annehmen. Und Rettungsboot 5, geben Sie Vorräte jetzt. So, jetzt habe ich 80% und noch 4 Überlebende an Bord. Das ist eigentlich eine super Idee, eine super Sache. Rettungsboot 4. Rettungsboot 3. Gibt es hier noch irgendwelche Überlebenden, die ich aufnehmen könnte, die sich lohnen würden aufzunehmen? Nein. Nee. Okay. Dann machen wir uns auf. Nach Hause. So, ich möchte sehr gerne nach Hause. Ich möchte diese Folge mit der Fahrt nach Hause abschließen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt gebraucht haben dafür, aber Tatsache ist, das wird jetzt so. Ich werde die Patrouille abschließen und dann werden wir nach Hause fahren. Und dann fangen wir die nächste Folge, fangen wir dann damit an, dass wir im Hafen ankommen und schauen, was uns das alles gebracht hat. So. Erstmal bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch einen super Abend. So. Und ich hoffe, ihr habt es einigermaßen genossen. Genauso, wie ich es gerade genossen habe.
Weil die Versenkung, das war schön, mal wieder etwas Tonnage zu machen. So, einfach nur so rauszufahren und mal wieder zu gewinnen. Mal irgendwas zu gewinnen. Nach dem ganzen Niedenlegen und diesem Torpedo rumgezerge hier über an der Küste umgehen, anfahren, wieder wegschleichen, was weiß ich nicht alles. Gut. Zwar nicht gut für die, aber gut für uns und gut fürs Let's Play. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, wünsche euch einen schönen Abend. Bis demnächst. Tschüss.